Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der F-Store bei Heide im LS19 zusammen mit dem Philipp. Einen wunderschönen. Hallo. Wir sind tatsächlich, da kommt Armin geschossen. Wir sind tatsächlich seit relativ langer Zeit, würde ich sagen. Wie lange ist es her? Monat? Keine Ahnung. Sind wir tatsächlich wieder zurück auf der F-Store bei Heide. Ja, es lag daran, erstens, das ist jetzt die V2, wir sind auf der neuesten Version, weil auf der alten. Ja, wir waren eben noch in der Aufnahme und dann plötzlich beim Wenden vom Gras ist irgendwie, hat die App Store gesagt, nee, ich hab drauf keinen Bock, ich will nicht, dass mein Gras gewendet wird, ich stürze lieber mal ab und schmeiße die ganze Zeit Euros. Gut, hat mir das geklärt. Ja, auf jeden Fall sind wir jetzt hier auf der V2, auf der neuesten Version, wo normalerweise das meiste eigentlich gefixt sein sollte. Es hat sich auf jeden Fall, also vom Optischen her hat sich auf jeden Fall viel getan. Hier sitzt jetzt ein Blümchen, hier ist mehr Grünzeug. Also mehr Bäume, sieht auf jeden Fall belebter aus hier. Also vorher war es relativ nackig, ich glaube die war vorher schon da. Ich weiß, aber die hätten wir vorher nicht hochgehen können. Ich schwebe schon irgendwie in der Luft. Ja, auf jeden Fall, Fuhrpark hatten wir glaube ich hoffentlich so weit nachstellen können, wie wir ihn hatten. Dürfte eigentlich alles passen, Kühe haben wir auch wieder mit dabei, unsere 24 Stück, was wir hatten. Gehen wir mal jetzt noch Wasser geben, oder haben sie schon Wasser? Ne, ich glaube nicht. Futter haben sie sowieso noch nicht. Hatten wir, glaube ich, früher auch noch nicht. Das Einzige, was wir jetzt nicht mal haben, sind unsere Ballen. Ja, okay, die fügen wir dann später noch hinzu. Das ist nicht so schlimm. Mähtechnik haben wir wie immer da hinten drin. Front-Heck müsste eigentlich das gleiche sein. Presse ist normalerweise auch die gleiche, wenn da auch. Philipp schlüpft noch wunderschön seine Bull, ne? Ja. Mhm. Fuhrparktechnisch ist auch eigentlich relativ gleich geblieben. Philipp hat immer noch seinen Johnny. Das einzige, was bei mir was getan hat. Ist daher nicht treu geblieben. Nee, leider nicht. Es wurde ein Sim 18er Fendt. Weil, aus dem ganz einfachen Grund, Erlengrad ist eigentlich eher so für ich das Steierprojekt und dachte mir nicht die ganze Zeit voll Steier. Deswegen habe ich mir hier mal was anderes gegönnt. Ich weiß jetzt nicht, ob es denn so wie jetzt da steht, also mit Feuerlöscher, BKT-Reifen und so weiter, ob es den so zum Download gibt. Ich weiß es nicht. Ich habe den von einem bekommen. Also es gibt auf jeden Fall eine ähnliche Version zum Download, aber ob es jetzt genau die gleiche gibt, weiß ich tatsächlich nicht. Das, ja, ist schwierig. Die Tür, wollen wir sie vielleicht aufgehen? Nee, wir sind nicht. Du könntest auch mal Johnny fahren, wenn ich magst. Nee, die Tür will nicht aufgehen. Gut, sind wir also eingestiegen. Ja, Felder sind auch soweit normalerweise wieder alle bestellt. Unser Hafer, den wir vorher schon drauf hatten, ist wieder drauf. Wiesen sind reif. Drescher steht wie bereit, weil da hat man schon einen gemietet, steht tatsächlich am Händler, den kannst du dir schnell schnappen und gleich mal runterfahren. Wenn wir da zum Streschen beginnen. Ich muss mal kurz. Ach so. Ich fahr da mal los, du. Jo. Ich fahr mal. Oh, warte mal, ich muss. So, dann noch hoch machen. Hier machen wir mal Radio an. Haben wir jetzt tatsächlich die Wunder, ist ein anderer Radiosender. Ja, ganz schwierig bei dir. Ganz, ganz schwierig. So, weil ich kann eigentlich meinen, ja doch, das können wir eigentlich schnell wegmachen, weil ich habe jetzt hier vorne noch das Gewicht dran. Das brauche ich eigentlich nicht, da reicht ein stinknormales Schlepperdreieck. Ja doch, das können wir hier hinpacken. Platztechnisch geht's. Ja, ein Stück geht noch. Zack. Dann, da steht auch schon wunderbar ein Schlepperdreieck bereit, perfekt. Ich weiß nicht, ob teilweise das Ankuppelsymbol nicht. Keine Ahnung warum. Ist aber auch wurscht. So, unsere Hänge sind normalerweise immer hier drin. Da wo sie vorher auch schon mal waren. Fahr ja nicht weiter, ich sag's dir. Alter. Oh, alles gut. Okay. War ein Auto, sagst du. Ein LKW. Oh. Und ich bin mitten in der Kurve gewesen. Ich war relativ weit drüben wegen dem Schneidwerk. So, das ist ankommen, wunderbar. So, ziehen wir die Kollegen da mal raus. Nicht über den Tankstutzen fahren, wunderbar. So. Oh, ich hoffe nur, komme ich da, ist das, ja, das Tor ist offen, aber komme ich da raus? Ich hoffe es jetzt auch noch mal. Ja, doch, geht schon, perfekt. Dann packen wir die gleich mal da oben hin.
Schön an den Rand, wo sie nicht stören, aber ich pack die diesmal hier unten. Wir müssen in die Nachbarwiese rein, wo nicht so viel Grünzeug ist. Ja. Die stehen, das passt so, die kann man so stehen lassen. Dann machen wir den aus, Deckel machen wir, beziehungsweise Plane machen wir beim ersten runter. Ja, so kann man lassen. So, wir, nee, da. Weil ich kann mir jetzt nochmal kurz um die guten Kühe. Dass die ja was zum Trinken schon mal haben. Weil Gras haben sie ja auf der Wiese, das ist nicht das Problem, aber Trinken ist immer das Wichtigste. Oh, Scheiße. Hä? Jetzt habe ich ein Problem. Wieso? Ich bin definitiv zu nah am Zaun. Oh. Ist natürlich immer schwierig, ne? Zaun, ganz, ganz unangenehm. Gut, da steht hier drin, wunderbar. Ich bin in der Kuhweide. Ach nein. Scheiße, jetzt steht hier noch fest. Mann! Das ist nicht so leicht, sagst du. Weil ich muss ja anders schon fahren, sonst krieg ich da das nicht raus. Deine Kuh schaut mich blöd an, warum wohl? Die denkt sich so, ey, ich wollte gerade dieses Gras fressen und du fährst mir jetzt da drüber. So. Na toll. Ja, so viel dazu. Hast du es geschafft? Der ist gemietet, oder? Was ist? Der ist gemietet, oder? Der Dresch, ja. Also du kannst schon schrotten, ja. Oh nee, der Teil müsste ja noch immer da hinten sein, wo er vorher auch war. Normalfall. Ja, wie gesagt, wenn euch noch was einfällt, was fahrzeugtechnisch, was uns noch fehlt oder was wir jetzt vergessen hatten, dann gerne in die Kommentare damit. Weil wir wollen da natürlich nichts vergessen. Kontostand ist auch gleich geblieben, das passt. Aber ich weiß gar nicht, hatten wir einen Kredit? Glaub nicht, oder? Oder? Weiß ich nicht. Ah, muss ich da nochmal nachgucken mal. Weil ja, doch, glaube wir hatten sogar für die Kühe hatten wir ein bisschen Kredit aufgenommen. Also geht bei dem Typen in dem Lied ab. Also. Ah, ich könnte ja auch anders dran fahren, egal. Auf jeden Fall, da kann man explodiert auch. Da kann man immer noch Wasser zapfen, so wie es aussieht. Alter. So schon wieder kein Weg. Flo? Werden so Haferbahnen wirklich so Spalten gesät. In Spalten? Ja, hier sind richtige Spalten drin in dem Feld. Bei der 2? Wo denn? Ach so. Ja, anscheinend also. Boah. Sieht drüben auch so? Ja doch. Also anscheinend schon. Hast du diesmal das Ding ins Runter gemacht? Ja, hast du. Ich war glaube ich noch nicht einmal drauf. Achso, ja stimmt, das habe ich runter gemacht, wo ich angucken habe. Ja, ich weiß nicht, ob das so gehört, aber es ist. Ja, keine Ahnung. Also wir sind voll. Und natürlich ist der Motor ausgegangen. Och man! Ich bin bloß rausgetappt. Oh Gott, Allrad! Oh Gott! Als ob das was so schwer ist. Ja. Flo? Hörst du überhaupt alle für mehr Jacke? Ja, ich würde schon. Einwandfrei. Okay. Weil du teilweise einfach nicht antwortest. Ich komme da nicht hoch. Ja, hast du denn Fans? Oder nee, Deutsch? Ich habe gerade einen Deutsch, weil der Fans steht da am Feld. Ach so. Kann aber auch sein, dass vielleicht der Stützfuß aufsteht. Ich weiß ja nicht. Wir haben eine Erbsenstange, wenn du musst bloß sagen, wenn ich kommen soll. Also es war vorher auf jeden Fall nicht so steil, oder konnte ich definitiv weiter reinfahren. Soll ich mit dem Johnny kommen? Nee, hat's geschafft. Oh Kacke. Ich bin draußen, jawohl. Was passiert? Ich hab Straubelacke ausgehabt. Egal. Solange es nicht das komplette Feld ist und merkt, dann ist alles gut. So, wir können mal wieder hochschalten hier.
Kommen wir da zu unserem Hof, ja, ne? Ich glaub schon. Ich probier's mal aus. Okay, wir kommen dann nicht zu unserem Hof. Weiß ich das also auch? Hätte ich jetzt zwar nicht unbedingt wissen müssen, aber gut. Dann können wir den Weg auf jeden Fall schon nicht mehr fahren. Früher konnten wir das schön drehen, aber anscheinend geht das Ganze jetzt. Oh Gott, da kommt Birke. Dings, wäre sogar gegangen. Jetzt muss ich aber mal gucken, dass ich hier vorne dann noch kurz rückwärts rein, weil ich hier mal drehen kann. Aber ich kann warten, bis ich ganz vorne bin. Ich habe gerade mal wieder den Elektroradio, ja. Wieder angemacht. Alter, das erinnert mich so an die Anfangszeit vom LS, weil ich habe da nur, also von YouTube und LS, weil ich habe da die ganze Zeit. Ja, das war wieder eine super Idee. Mann, wieso müssen denn hier überall so Hügel drin sein, Alter? Und da ist ein Zaun. Gut, da war nie ein Zaun. Hey, Leute, ihr seht, die Karte ist ein bisschen umgebaut worden, also. Okay, ich kenne mich hier nicht mehr so gut aus. Was die Wege hier hinten angeht. Wo steht du Wasserkult? Bei dem Teich dahinter neben unserem Hof. Ach, da wo ich auch mal mit Johnny vielleicht durch bin. Oder ist ich war möglich. Okay. Ich weiß nicht, ob du da auch schon mal durch bist, kann gut sein. Ist das? Nee, das ist die Ablehnung. Nix. Okay. Ich habe gerade fast eine Armlehne mit einer Sprühdose oder so verwechselt. Okay. Aber warte mal, ich warte lieber, weil ich weiß noch, das Tor ging weit auf. Bevor das uns da wegschießt. Ach nee, das geht jetzt nach hinten auf. Aha. Du kriegst es vorher auch schon. Boah, ich war ja schon so lange nicht mehr. Ja, das ist da wieder vorwärts gegangen drin, beziehungsweise. Ja. So, meine Küchen, jetzt müsst ihr aber ein bisschen auf Zeiten gehen, sonst komme ich dann nicht an euren Wassertank. So, dann laden wir da mal Wasser raus. Hat sich jetzt falsch an, aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Nee, wir wissen es ja nicht, was. Du denkst gleich wieder falsch, ja. Nee, ich hab dich falsch gedacht, bis du das gesagt hast. Wie viel geht denn da rein? Aber ich glaube, ich muss nochmal fahren. Ja, ich muss damals auch schon dreimal fahren oder so. Ich vertraue euch, meine lieben Küche, ne, dass ihr da nicht rausläuft, weil ich lasse das Tor mal offen für euch. Ach was, wir haben so einen Bullen, der wo bei uns die ganze Zeit im Hof rumläuft. Ja. Also jetzt nicht in Real Life, also. Jetzt ist nur die Frage, wie hast du es mit Bullen gemeint? Okay, bye, have a great time. Ja. Also diesmal weiß ich bin schlauer, ich darf nicht so tief ins Wasser fahren und ich kann hier vorne gleich rückwärts reinschieben. Gut. Wissen wir das auch im Voraus. Ich schalte nochmal den Gang runter. Oder in die Gruppe. Hat denn so. Oh nein, die haben mich verschrieben. Zweimal. Das hätte ich jetzt gar nicht mitgekriegt, aber ich habe eigentlich direkt nach links oben geguckt. Und da stand auch dein Name in dem im Dominator drin. Dachte ich mir, nee, der ist nicht geliefert. Naja, man weiß ja nicht bei Elips. Ich war auch schon mal 5 Minuten länger drin als bei dir. Ja, okay. Stimmt, hast recht. Okay, wir müssen immer auf Parksperre rein. Ich will nicht, dass der reinrollt. Kann ich jetzt auftanken? Ey, das ist doch. Jetzt kann ich nicht auftanken. Alter. Junge, ich muss ins Wasser rein. Alter, was soll denn das? Jetzt geht's. Nee, schön, finde ich toll. Ja. Wieso macht man denn dann. Okay, ich kann da reinlaufen. Ja. Gut.
Oh, ich hab voll Buschen in der Fresse. So, Kirche stehen wieder bei voll. Ja, brauchen wir die ganze erste Folge erstmal mit hier mit Kühe Wasser geben. Perfekt. So, wir sind wieder voll. Oh, Handbremse noch drin. Also jetzt kommt's. Ja. Okay, es ging schon wesentlich besser als wir beim ersten Mal. So, hier weiß ich nicht zu schnell längs fahren, weil schon zäupert das Ganze wieder zu stark und boah. Schwierig. Aber wie gesagt, unsere Wiesen können wir dann auch schon bald mähen, die sind auch schon wunderschön in der Blüte ihres Lebens. So, hier kommen wir gleich rum. So, dann kommt die nächste Fuhre Wasser, meine Lieben. So. Dann warten wir mal schnell, bis das leer ist. Das müsste dann auch fürs erste reichen. Jo. Doch, da gehen jetzt noch 2000 Liter rein, haben wir 14.000 Liter drin, dann sind sie glaube ich schon im grünen Bereich. Seid ihr im grünen Bereich? Ja, seid ihr. Also passt alles gut, wunderbar. Oh, Kacke. Hm? Dann wäre das gleiche Problem wie vorher, wir haben null Stickstoff auf den Feldern. Ja. Aber der pH-Wert ist gut. So, können wir den hier halten lassen? Können wir die Tür zumachen? Jo, hier geht's. Na egal. Zack, Tor wieder zu, meine Lieben. So, jetzt habt ihr ein bisschen Wasser. Weil fällt so auch viel Gras haben die hier nicht. Naja, gut. Du bist dabei, gut. Ja, dann schnapp ich mir mal den Kollegen hier. Passt es, wo die Hänger stehen lassen ab oder? Ja, ich fang's jetzt oben an, aber ich fahre halt einfach hin. Nee, dann fahr ich den nochmal schnell hoch. Nee, passt schon, ich kann das selber dann auch den Fan benutzen. Achso, okay. Wen habe ich jetzt ausprobiert? Also du hast Angst, dass ich irgendwas schrotte. Ja. Nee, ich habe jetzt gemeint, weil ich jetzt mit dem Mähwerk holen fahre. Deswegen habe ich gemeint, ob ich den nochmal hochfahren soll. Ich habe meinen Johnny auch noch. Ja, okay, stimmt. Oh, können wir wieder ein bisschen Ware, das heißt wir schalten wieder mit dem Heel. Nicht in den Acker, oh Gott, da war. Eieiei, da war aber. Ist jetzt aber nicht gedacht, dass da so da so einsinken, aber gut. Mein Schlepperdreieck kann ich, das hat's richtig gebracht, ich kann es gleich wieder abkuppeln. Ah, ich habe. Oh ne, Kuppel ist das vorne bei unserer Gewichtestelle ab, zum Schluss finden wir es wieder nicht mehr. So. Passt. Dann haben wir mal unser gutes altes Mähwerk. Müsste mal was da drin stehen. Wenn ich mich nicht täusche. Machen wir da zu und da auf. Jupp. Fahren wir die Tür weg, ne? Ne, fahren wir nicht wunderbar. Au, da steht. Ne, aber das dürfte eigentlich sogar gehen. Machen wir die Tür wieder zu. Ich habe jetzt nur nicht, dass wir die Presse nicht so weit zurückgefahren haben. Komme ich dann nämlich nicht, oder beziehungsweise kann ich es nicht mehr. Ja, doch, dürfte gehen. Ich kann es hier drin aufheben. Hm.
Wunderbar, dann fahren wir da mal vorsichtig raus. Geht wunderbar. Oh, das da vorne geht auch. Dann fahren wir mal rüber zu unserer Wiese. Und umleuchten brauchen wir da nicht. Wir müssen ja nicht auf eine Straße. Geht noch. Die Brücke hatten wir damals schon ein paar Probleme bereitet. Schön im Fahren, wunderbar. Gibt es hier den richtigen Weg rein? Nee, ne? Nee. Ja, dann werde ich es heute so machen wie immer. Zuerst vorne ausgeladen. Nee, da wollen wir so hinten. Man sieht das so schlecht hier so. Ah, das ist das, was so ausrastet. Weißt du noch unser Mähwerk? Ja. AK, die Sirene. Ich weiß nicht, welches war das Schlimmste, das vordere oder das Heck? Vordere war das Schlimmere. Okay. Beim Einschalten das Schlimmere war beim Ausschalten das Hintere. So. Weil es komischerweise noch lauter wird beim Ausschalten. Also das wird halt noch schneller und dann geht es erst aus. Weiß noch nicht, ob das so gehört. Du, keine Ahnung. Normalerweise soll es da ja langsamer werden. Aber nee, da dreht die Zapfwelle mal richtig hoch. Perfekt. Können wir auch hochschalten hier ein bisschen? Ja, können wir dann mit dem Teil fahren? 22, Alter, ne, so schnell fahren wir nicht. 21 reicht. Vollkommen aus. So. Ja, das passt. Wunderbar, ja, dann werden wir hier noch ein bisschen weitermachen dann in der nächsten Folge, denn wir sind für die heutige Folge auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt haben wir natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, du kannst auch keinen Cent und den roten Knopf drauf haben. Falls noch nicht getan, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst, und das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der App Store bei HDMLS19 zusammen mit Philipp, und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. We'll be right back.